Also, du. Wie oft willst du das noch so weiterführen und uns töten? Bis wann willst du das noch tun? Wie lange versuchst du, dieses sinnlose Versprechen noch zu halten? Ah, ich leide so. Was hat denn der immer für einen Blick und warum hat er verschmierten Kajal am Auge? Was ist mit Sugar nur los? Was ist nur mit Sugar los? Ich will jetzt endlich die Wahrheit wissen. Ist er der Junge aus der Vergangenheit? Wahrscheinlich, ne? Das passt doch. Wie die Faust aufs Auge. Was kommt jetzt? Hey! Hast du mich gehört? Der Sohn von Familie Sternchen Sternchen ist auf einmal verschwunden. So sagen es die Leute. Apropos Familie Sternchen Sternchen. Ist nicht kürzlich erst der Vater verstorben? Ah, ja stimmt. War es nicht auch so, dass die Mutter davor noch gestorben ist? Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Oh Gott. Jedenfalls wurde überall im Dorf nach ihm gesucht. Aber niemand hat ihn gefunden. Dieser Regen. Wenn wir ihn nicht finden, dann könnte es ernst werden. Du hast recht. Bei diesem Regen gehen selbst Erwachsene nicht in den Wald. Aber wenn das Kind schon in den Wald gegangen sein sollte, was ist dann? Werden wir es wohl nicht mehr finden. Oh oh. Sternchen, Sternchen. Ganz sicher ist Sternchen, Sternchen in den Wald gegangen, um seine Mutter zu suchen? Wie? Weil es regnet, gehen selbst die Erwachsenen nicht in den Wald. Ich muss gehen. Ich hab's doch Sternchen, Sternchen versprochen. Oh oh. Wir haben ja versprochen, ihn immer zu beschützen. Das ist die Brücke, die jetzt im Jetzt kaputt gegangen ist, ne? Sternchen, Sternchen, wo bist du? Sternchen, Sternchen, wo zur Hölle bist du? Okay, wir können bewegen. Warum sind wir denn dort auf dem Bild erwachsen? Gibt es denn einen Sinn? Ah, wir können jetzt nach links. Hä? Dort ist auch ein Weg? Können wir da lang? Es ist dunkel und eng. Ich will da nicht weitergehen. Okay. Na gut. Dann geh hoch. Dann gehen wir halt hoch. Oh, jetzt leuchtet er noch. Ah, es ist dieser leuchtende Felsen. Und er ist von einem göttlichen Licht erfüllt. Sternchen, Sternchen. Was mit Sternchen, Sternchen? Boah. Was? Was laberst du? Schattengestalt. Suchst du etwas? Ja, einen Jungen suche ich. Ich weiß, was du meinst. Ich habe ihn gesehen. Er ist nach drinnen gegangen, in den Wald gegangen. Er hat seine Mutter gesucht. Ist das nicht schön? Wirklich? Ist er in Ordnung, Sternchen, Sternchen? Ist Sternchen, Sternchen in Ordnung? Er ist in Ordnung. Komm, nimm deinen Mut zusammen und rette ihn. Wenn du ihn liebst, wenn du ihn liebst. Ach, wie schön. Hätte ich dich auch nur treffen können. Hättest du mich vielleicht auch retten können. Oh. Oh. Was hat das denn zu bedeuten schon wieder? Arme Gespenst. Okay. Ah, früher stand hier mal ein Baum. Boah, hier ist ein riesiger Stamm, breitet sich vor meinem Auge aus. Ich kann da nicht vorbei. Okay. Brauchst du ja nicht. Oh nein. Kotor Jovak lacht. Was ist das für eine Stimme? Sternchen, 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 wo bist du? Wir müssen weiter.
Sternchen, Sternchen, wo bist du? Oh, bitte, antworte. Wenn wir zurückgehen, dann werden die zwar alle auf dem Sauer sein, aber es ist schon okay, wenn wir gemeinsam zurückgehen. Dann werden sie uns schon verzeihen. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Mann, Sternchen, Sternchen, wo bist du nur? Ich kann schon dieses Wort Sternchen nicht mehr aussprechen. Verdammte Scheiße. Oh nein, waren wir nicht eben gerade schon? Wie bin ich hier? Oh nein, wir haben uns verlaufen. Das war's, wir haben uns verlaufen. Das ist das Ende. Sternchen, jetzt antworte schon. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Oh, nun komm schon. Lass uns jetzt endlich zusammen zurückgehen. Ah. Verdammt nochmal. Wo ist der Bengel? Da ist er. Da ist er doch schon. Mutter. Mutter. Geht er im Wald, um seine Mutter zu suchen? Ein Junge, ey. Mutter, 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 Mutter. Du bist nicht da. Du bist nicht da. Ich werde nach Hause zurückkehren. Chichan macht sich bestimmt schon Sorgen um mich. Wenn du wüsstest. Hast du mich gerufen? Mein Junge. Oh oh. Blut. Kotori Obake. Oh. Ah. Was ist das? Dieser Geruch von dir. Ich hasse deinen Geruch. Es ist der Geruch von diesem Stein. Das fühlt sich widerlich an. Der Geruch von diesem Jungen. Aber wenn du mein Junge wirst, kann ich dich vielleicht lieben. Ich beiß dich. Ich zerbrech dich. Ich zermatsch dich. Das klingt nach einem sehr erotischen Liebesspiel zwischen Geist und Kind. Jetzt wird's seltsam. Oh, komm zurück in meinen Bauch. Nein! Oh, mein leidendes, süßes Kind. Schließ einen Pakt mit mir. Oh oh, jetzt beeil dich mal, Shioli. Dein Freund Sternchen ist in Gefahr. Diese Stimme. Oh. Nein. Verdammt, Sternchen. Sternchen! Jetzt sag schon mal deinen Namen, ey. Cheetah. Schnell, flieh. Man kann von dem Pakt, dem Versprechen nicht fliehen. Oh. Boah, jetzt ist sie direkt in mich reingebumst. Cheetah! Bist du in Ordnung? Boah, jetzt nimmst du es mit dem Geist auf. Ich bitte dich. Rette Sternchen. Man kann vor dem Versprechen nicht entfliehen. Ich bitte dich. Ich habe doch ein Versprechen mit Sternchen geschlossen. Ich habe versprochen, ihn zu beschützen. Ich lasse euch nicht entkommen. Also dann, wenn das so ist, dann mach einen Pakt mit mir. Ein Versprechen mit mir. Nein! Chichan, tu das nicht. Aber das ist doch alles so traurig. Du bist ganz alleine. Du musst dich einsam fühlen. Deshalb, wenn du jetzt auch noch verschwindest, dann... Das kann nicht passieren. Ich, weißt du, Sternchen...
Suga! Ich hab versprochen, nicht zu reden. Es ist tatsächlich Suga. Suga, ich hab versprochen, dich zu beschützen. Also doch, Suga, sagt Shichan. Also dann, ist es abgemacht, dann mache ich einen Pakt mit dir. Mein süßes, süßes Kind. Warte, schreit Suga. Ich habe ein Versprechen mit dir gemacht. Du kannst mit Shichan jetzt keins machen. Suga, tu das nicht. Shichan, ich danke dir, aber ich... Du kannst es nicht mehr ändern. Ich will das Mädchen viel lieber als dich. Nein. Dann... Ich kann doch nicht... Shichan. Ich nehme sie sofort mit mir mit. Oh oh. Sie hat ein Versprechen gemacht. Sie versprach, der Ersatz für dich zu werden. Sie ist der Ersatz für deinen Körper. Für deine Arme, deine Beine, dein Kopf, dein Körper. Er ähnelt dem Geruch, den ich so hasse. Er stinkt. Aber auch du wirst einen Preis zahlen. Und zwar all das Gesäusel, die Geräusche, alles, was aus deinen Lippen dringt, alles, was du sagst, wird dein Preis sein, kleiner Junge. Und ihr könnt nicht vor eurem Versprechen fliehen. Oh. Das war ein Hieb. Ins Schwarze, würde ich sagen. Ach, was ist das? Du hast... also ein Versprechen geschlossen? Es ist okay. Wegen diesem Kind, wegen ihm, bin ich lebend zurückgekehrt. Ah, Suga hat uns gerettet. Nun, sieh dir diesen Stein an. Sieh ihn dir ganz genau an. Es ist dieses Versprechen, dieses Dorf, dass du unbedingt vergessen musst. Du musst alles vergessen. Ich habe nur den Wunsch, dass du vor diesem Versprechen fliehen kannst. Am Ende will ich dir danken. Nein, bitte hass mich nicht, Shiori. Bitte vergiss alles. Ah, okay. Daijoubu, es ist in Ordnung. Shichan, das Versprechen. Du wirst mich beschützen. Ach, wie süß. Wenn das nicht eine schöne Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist Stoff für Hollywood. Jetzt haben wir unsere kompletten Erinnerungen wiederhergestellt. Ich habe ein Versprechen geschlossen. Inmitten dieses Waldes, in dem Sprühregen regnet. Dort haben wir das Versprechen. Gebunden. Diese Sache wird Mutter, Vater und Großvater sehr traurig gemacht haben. Und damit ich mich von diesem Versprechen distanziere, sind sie wohl umgezogen. Und sie haben mein Gedächtnis mit diesen Steinen gelöscht. Okay. Die Erinnerung an das Dorf Asakawa und an mein wahres Zuhause. Und an Suga. Alles gelöscht. Ich erinnere mich an alles. Ich konnte gerettet werden. Ich wurde von allen gerettet. Vom Großvater, Vater, Mutter. Danke, es tut mir so leid. Suga. Schnell, ich muss zurück.
versucht mich sicherlich gerade auch zu retten. Ja, dann geh mal schnell wieder hier ins Jetzt und klär alles auf. Suga. Ah. Es tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Ich erinnere mich an alles, Suga. Er weint. Mal wieder die Heulsuse. Du bist immer noch eine Heulsuse, nicht wahr, Suga? Ja, so scheint es zu sein. Du erinnerst dich an das Versprechen, nicht wahr? Ja. Wir müssen schnell aus dem Wald verschwinden. Wir können zurück. Es ist in Ordnung. Suga. Es ist also in Ordnung, sagt er. Wenn das nicht ein leeres Versprechen ist. Wir werden es herausfinden, und zwar bei der nächsten Aufnahmesession. Denn hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Wir haben gespeichert und ich denke, das nächste Mal werden wir dann auch hoffentlich aus diesem gruseligen Wald entkommen können. Bis dahin bleibt mir gewogen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns bis dann.